ausbalanciert ist, dann läuft es besser. Und gleich gibt es natürlich Momente, wo sie auch kämpfen müssen. Also es ist in den letzten Monaten ja nicht nur immer rund gelaufen. Was ziehen Sie da draus? Vielleicht als Profit, wo Sie noch weiter könnte bringen könnten? Mal lässig sehen, wir können es beweisen als Kämpfer auch und als sagen wir mal, von hinten können zurück wieder reinzukommen in einen Match und so. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt zeigen konnte. Die Leute haben gemeint, es ist zu einfach für mich, es ist kein Problem, ich schlage ja eh sowieso alle. Ich trainiere vielleicht nicht so viel wie andere, weil man sieht, wie die anderen stöhnen und schwitzen und alles und ich schwitze halt nicht so viel und so. Und dann auf einmal bekomme ich so ein Image halt einfach als immer souverän, immer dominant und alles ein bisschen einfacher, oder? Und darum, mit der Zeit gönnt man ihm vielleicht auch die Sieg vielleicht nicht mehr ganz so fest. Und darum sind natürlich die letzten eineinhalb Jahre, zwei Jahre, seit dem Mononukleose, ein Rückenproblem und nicht mehr so viel Erfolg gehabt. Sehr interessant gewesen für mich. Aber es ist für mich schon lustig, zum eigentlich jetzt so als, fast als Comeback-Kid, und aus dem Sumpf mich zurück reinzukämpft haben und bin doch noch Nummer 2 von der Welt. Also es ist schon irgendwo lustig verrückt, für mich. Es ist verrückt, verrückt, aber es ist doch lässig für mich. Und es hat natürlich so Schlagzeilen gegeben auf der ganzen Welt, oder? Ich meine, die sind dann überall, haben sofort Fragen gestellt, ratlos in Indian Wells, aber ist natürlich in Amerika heftig diskutiert worden. In Frankreich natürlich einen weg und man hat sich gefragt, ja, kommt er überhaupt wieder zurück? Können Sie dem allem gelassen können? Gegenüberstehen oder hat das hin und wieder auch genervt, dass es eben gerade so vielleicht auch dramatisiert wird? Gut, ich meine, es ist ja so gewesen, ich habe ja nicht während vielleicht einem halben Jahr kein Turnier mehr gewonnen. Gut, klar, im Dezember wird nicht gespielt und im Februar habe ich auch nicht gespielt und dann darum auf einmal bleiben nur noch ein paar Monate und ein paar Turniere, aber ich bin doch eigentlich immer bei den Besten wieder dabei gewesen. Was dir vielleicht ein bisschen mehr Stress ist, wenn du auf einmal gegen die deine Hauptrivalen nicht mehr kannst gewinnen, oder? Wie zum Beispiel gegen Nadal habe ich häufiger dann verloren, gegen Murray habe ich häufiger verloren, gegen Djokovic noch einmal. Und darum, das hat mich einfach natürlich, sind natürlich Fragen gesehen und immer gestellt, warum passiert das? Aber ich habe eigentlich für alles eigentlich immer eine Erklärung gehabt auch. Und darum ist es eigentlich für mich kein Problem gewesen, mit dem umzugehen. Und ganz ehrlich, wenn es negativ ist, passt, dann probiere ich natürlich gerade nicht zu lesen, oder? Aha. Und wenn es positiv ist, dann lese ich es. Aber wo ich es am meisten spüre, ist in der Pressekonferenz. Wenn ich 5-6 Mal pro Woche in einer Pressekonferenz sitze und es wird immer wieder gefragt, warum laufst du denn nicht? Warum sind die anderen besser? Warum bist du jetzt so schlecht und so weiter? Dann fragst du eben das eigentlich noch anfangen, glaube ich, irgendwann einmal. Und darum, das ist für mich die Schwierigkeit. Aber die Antwort ist auf dem Platz gewesen, genau. Am letzten Sonntag. Perspektiven sind, ich wiederhole mich, gut. Das gilt natürlich auch für Wimbledon, wo ja anfängt in einer Woche schon. Der Roger Federer bereitet sich den nächsten Tag vor. Wimbledon, das weckt natürlich Emotionen. Der heilige Rasen von Wimbledon. Ein fruchtbarer Boden für intensive Gefühle. Roger Federer erlebt hier die Glückseligkeit des Siegers und die Bitterkeit des Verlierers. Wimbledon und Federer, eine Liaison mit unvergesslichen Momenten. 2001, Sieg im Achtelfinal gegen Pete Sampras. Federer schlägt sein Idol und stößt den damaligen König von Wimbledon vom Thron. Nun ist Roger Federer der König von Wimbledon. Thanks to everybody. That was great. Congratulations, Roger Federer. Der erste Grand Slam-Titel. Federers dunkelster Augenblick in Wimbledon. Nadal bezwingt ihn 2008 im Final, der fast 5 Stunden dauert. Von außen ist nicht viel zu sehen. Den Schmerz kann man nur erahnen. Der bisher bedeutendste Moment auf Rasen. Der 5. Triumph in Serie 2007. Roger Federer steht auf derselben Stufe wie Legende Björn Borg. Nüchterne Zahlen, die für großartige Augenblicke stehen.
das immer wieder anschauen, auch selber. Ja, auf jeden Fall. Also Wimbledon ist wahnsinnig für mich natürlich in meiner Karriere. Ich habe ja schon als Junior gewonnen. Und ich glaube aber vor allem auch der Sieg in 2001 gegen Sampras hat unglaublich viel ausgelöst bei mir. Und auch hier in der Schweiz eigentlich. Und dann das eben, also ein Jahr später erste Runde verloren. Und ein Jahr darauf eben der geniale Triumph gegen Philipp Bussis im Finale 2003. Das ist wahnsinnig gewesen. Und von dann an habe ich angefangen, unglaubliches Tennis zu zeigen. Und es hat eigentlich alles in Wimbledon angefangen. Und jetzt steht Wimbledon wieder vor der Tür. Mit welchen Freut mich. Ideen und Absichten gehen Sie? Ja gut, nach letztem Jahr so nahe zu sein, willst du natürlich den Titel zurück, ganz klar. Aber ich weiss, wie schwierig es ist. Ich weiss, wie hart das Turnier ist, wie gefährlich das Turnier auch ist. Oder? Weil es kommt ja manchmal nur auf ein paar Punkte an. Obwohl es so gut gelaufen ist die letzten paar Jahre. Aber ich glaube, nach dem gigantischen Finale letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen, ist die Vorfreude fast noch grösser. Oder? Weil da ist in Geschichte gegangen, das Finale. Und es hat unglaublich viel Spass gemacht, eigentlich in diesem Finale dabei zu sein. Und darum bin jetzt zurück, bin gar nicht eigentlich so enttäuscht, dass ich den verloren habe. Im Moment selber war es natürlich brutal, das zu akzeptieren, dass ich dort noch verloren habe, nachdem ich so zurückgekämpft habe. Aber die Vorfreude ist jetzt riesig und ich habe jetzt gerade eben vor ein paar Tagen noch auf Rasen gespielt wieder und das Gefühl, einfach auf Rasen sich können zu bewegen, das Spiel ist einfach herrlich gewesen. Und Rafael Nadal, den haben Sie jetzt Madrid geschlagen, und zwar bei sich daheim auf Sand, also mehr oder weniger bei sich daheim. Das ist natürlich etwas, was jetzt zusätzlich auch noch anstachelt, oder? Auf das Wimbledon 0-9 an. Ja, ich glaube, wir haben 20 Mal jetzt schon gegeneinander gespielt. Die Rivalität gibt es, egal ob wir spielen oder nicht. Und ich glaube, wir freuen uns immer, irgendwo durch gegeneinander zu spielen, gegen eben den Hauptrival einfach können zeigen, was man drauf hat und so weiter. Und ich würde natürlich gerne gegen ihn spielen, darum hoffe ich, dass er fit ist für das Turnier. Und, Wissen Sie da auch noch nichts Neues? Nichts Neues, nein, ich höre das Gleiche wie ihr. Oder? Also, hat nicht angerufen. Er hat mir gratuliert zum Sieg in Paris, aber er hat mir dann nicht gesagt, wie es ihnen nicht geht. Das verstand ich irgendwo durch. Ja, das können wir nachvollziehen. Ja, ich, 14 Erfolge bei Grand Slam Turnier, da hat es einen Haufen zu jubeln gegeben, natürlich in der Vergangenheit, und wir machen noch so ein kleines Spiel, oder? Wir wollen über die Jubel ein bisschen reden und sind Old Boys ist ja ihren Club als Junior. Jawohl, richtig. Und dort hat es derjenige, die ihnen natürlich stark nacheifert und die eifern auch im Jubel nach. Ui, machen okay. Ein kleines Spiel, also beispielsweise, was könnte das für ein Jubel sein, der hier gespielt wird? Wimbledon 2004. Der Roger Federer sagt Wimbledon. Das war der Jubel von Wimbledon 2004. Also wir machen es noch ein bisschen schwieriger. Ja, das war einfach für mich. Okay. Ich muss schon überlegen, wie habe ich reagiert, oder? Ja, es gibt immer noch ein paar Möglichkeiten. Ja, sicher. Oder? Okay, der zweite. Also das war sicher die US Open, wo ich gegen Agassi gewonnen habe. Nur ein Jahr bin ich jetzt nicht mehr sicher. Es war, glaube ich, 2005. Das war der Jubel, US Open 2005. Da bin ich leicht gehemmt, am Boden runterzugehen, weil 22'000 Leute waren für die Agassi. Da war es so ein bisschen mehr Geste, ich habe es euch allen gezeigt und mir selber auch. Oder? Gut, die sind mittlerweile auch alle für Sie und die Agassi natürlich erst recht. Also mir kommt es ein bisschen vor wie ein Schachspieler, so ein absoluter Koryphäe, der jeden Zug in einem wichtigen Spiel im Kopf hat. Machen wir noch den dritten und letzten. Okay. Oh, der letzte zum Glück. Game set match. Gut, ich glaube, das ist einfach gegen Sampras im 2001, oder so, wie mit Trülter. Oder nein, sonst war es gegen Hewitt gewesen, im 2004 US Open. Wahrscheinlich Hewitt, weil es war immer ein Ballwechsel. Das war der Jubel, Wimbledon 2005. Wimbledon 2005? Aha. Also, es ist definitiv Rasen. Ah, ja, look. Aber gut, zu ähnlich.